Leute, heute reden wir über den Aim Assist, der eventuell in Season 17 broken ist. Zumindest so ein Stück weit zum Teil. Ich möchte jetzt nicht einen Teufel an der Wand malen. Es könnte tatsächlich auch nur ein Bug in der Firing Range sein. Deswegen brauche ich eure Unterstützung, eure Hilfe, eure Meinung und Erfahrung, ob ihr irgendwas mitbekommen habt. Wie gesagt, es könnte ein Bug in der Firing Range sein. Man kann es nur schwer im Battle Royale oder in irgendeinem anderen Modus, wo du tatsächlich gegen echte Gegner spielst, testen. Die stehen nun mal nicht still, die wehren sich und deswegen kann man das nur schwer testen. Ich möchte euch einfach mal zeigen, um was es geht. Wie gesagt, vielleicht ist es tatsächlich nur ein Bug. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht sollte man einfach mal testen, mit zwei Mates in die Firing Range zu gehen. Ich habe jetzt tatsächlich leider gerade nicht die Möglichkeit. Ich möchte euch einfach mal zeigen, was hier los ist. Ihr kennt das, ihr straft hier an einem Dummy vorbei. Und normalerweise geht der jetzt so ein Stück weit hinterher mit dem Aim Assist. Wenn ich anvisiere, passiert hier auch nichts. Und jetzt passt mal auf, was bei dem Dummy passiert. Seht ihr das, wie der sich so ganz langsam hinterher dreht? Oder ich visiere an. Wir probieren es mal bei dem. Er dreht sich so ein bisschen mit, bis er jetzt gerade läuft. So, wir laufen jetzt wieder zur Seite und ihr seht im Hintergrund, wie sich der Hintergrund mitbewegt. Der geht so ein bisschen hinterher. So, jetzt probiere ich das bei dem unteren. Irgendwo hier war noch ein Dummy, wo es auch nicht funktioniert hat. Hier funktioniert es auch. Moment. Das geht nicht bei allen Dummies. Es ist mal ein Dummy da, bei dem es funktioniert. Und dann ist mal wieder ein Dummy da, bei dem es nicht funktioniert. Das ist irgendwie ziemlich merkwürdig. Wir gucken mal bei dem hier. Bei dem ist es genauso. Ich visiere den an. Und nichts bewegt sich mit. Wie gesagt, es könnte jetzt sein, dass das einfach nur ein fetter Bug in der Firing Range ist. Es könnte aber auch sein, dass es kein Bug ist und dass es tatsächlich im Battle Royale auch der Fall ist. Teilt mal eure Erfahrungen mit mir. Habt ihr das Gefühl, dass das vielleicht tatsächlich in-game genauso ist? Oder ist es vielleicht wirklich nur in der Firing Range so? Probiert es vielleicht auch mal auf anderen Plattformen aus. Ich habe das jetzt hier auf der PlayStation getestet. Vielleicht ist hier mal ein Xbox-Spieler oder ein Switch oder ein PlayStation-Spieler, nicht ein PlayStation-Spieler, sondern ein PC-Spieler, der das mal testen kann. Und schreibt einfach mal in die Kommentare, hey, bei mir ist das genauso. Testet es mal bei 5, 6, 7, 8 verschiedenen Dummies aus und teilt einfach mal eure Erfahrungen mit mir. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen und danke nochmal an Tommy Lee, der die Information mit mir geteilt hat. Und ich bin gespannt, was ihr zu schreiben habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.